Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Diesen Anfang musste ich jetzt leider schon zum zweiten Mal machen, weil ich Idiot Anfangs-Intro-Take quasi verkackt habe. In diesem Video geht es um das Auto von meiner Mutter, E36 Kombi. Ihr wisst, da war ein Unfall in der Türe, ich habe versucht, ihn über TÜV zu bekommen. Ging nicht, er hat gesagt, zu scharfe Kanten, keine Chance. Jetzt haben wir das Problem. Ich muss neue Türen besorgen, beziehungsweise ich muss das fixen irgendwie. Also habe ich neue Türen besorgt. Die sind schon hier. Wie ihr seht, sind die schon mehr oder weniger angefahren. Ich habe es nicht geschafft, diese Farbe zu bekommen. Keine Chance, diese Farbe zu bekommen. Die ist so selten. Jetzt musste ich leider einen sauren Apfel beißen und zwei Türen kaufen. Ich habe zwei Türen gekauft. Die waren leider ein bisschen verrostet unterhalb. Aber alles noch in einem Rahmen, wo man halt reparieren konnte. Das ist nicht weiter tragisch gewesen. Ich habe das Ganze dann ein bisschen abgeschliffen. Ich habe dann hier meine komischen, diese CCSD-Scheiben oder wie die heißen, habe ich verwendet. Damit geht das richtig gut, Leute. Ich kann euch diese Dinger nur empfehlen. Ich zeige euch die nochmal. Ich verlinke sie euch auch sogar. Ne? Die Dinger hier. Kennt ihr? Richtig geile Scheiben. Kann ich nur empfehlen. Die war jetzt beim Sonderpreis Baumarkt, die kostet 8 Euro, die ist verdammt teuer. Aber wie gesagt, ihr kriegt die auch günstiger Netz. Ich habe für den Bus 10er-Pack gekauft. Kann ich euch ja kurz zeigen. Hier. Ja, da habe ich so ein 10er-Pack von den Dingern gekauft, weil ich die sowieso brauchen werde. Oh. Die verschwenden nicht so schnell, solange nicht an Kanten kommt. Und die Packung, diese 10er-Packung hat jetzt was war das? Ich glaube 46 Euro gekostet mit Versand. War weder bei Amazon noch bei eBay, aber ich habe auch einen Händler bei eBay gefunden, der dasselbe macht. Ich verlinke es euch einfach mal beide unten, könnt ihr euch aussuchen. Ja, und die Dinger sind geil. Zeige ich euch, wie es ist. Dann haben wir das Ganze gespachtelt, beziehungsweise ich habe heute das also erstmal angefangen zu schleifen, beziehungsweise zerlegt. Die ganze Tür ist komplett zerlegt, das ist halt nichts mehr drin. Das Ding ist halt, dass wir nicht wussten, wie die Scheibe hier rausgeht. Und also ich wusste es zwar, ich habe es bei der Limo schon gemacht, also bei der M3, aber hier noch nicht und das wollte nicht so ganz, es war alles ein bisschen klamm, ein bisschen hier, da und da. Aber für die nächste Türe wissen wir Bescheid, also bei der Tür weiß ich Bescheid, weil ich habe einen Teil von der hier kaputt gemacht. Und das ist hier dieses Metallteil, ich könnte es vielleicht zurückbiegen, ja, aber das ist jetzt einfach mal. Dann haben wir die ganzen Türen sauber gemacht, ne, haben die ein bisschen abgewaschen. Haben die, wie gesagt, komplett entkernt. Hier ist auch ein manueller Fensterheber dran gewesen. Liegt da unten. Ja. Meine Mutter hat elektrische hinten und da müssen wir auch die Türpappe verwenden. Obwohl die Türpappe kaputt ist da, müssen wir die trotzdem erstmal wieder verwenden. Das ist halt ein Manko. Gut, ist halt so. Aber ich wollte unbedingt mal testen, wie man die lackiert. Ich habe die Türen grundiert. Ich will das nicht zu detailliert zeigen, deswegen habe ich jetzt auch nicht grob gezeigt, was wir geschliffen haben, was wir gespachtelt haben und so weiter, weil das ist nicht 100%, es ist nicht perfekt, es ist nicht, ja, es ist halt einfach nicht so, wie man es macht. Ihr könnt es jetzt sehen, so die Reflexion, so, das sieht eigentlich ziemlich gut aus, würde ich behaupten. Das ist halt nur Grundierung, ne? Und das, ich habe es halt in Zusammenarbeit mit Thomas jetzt hier gemacht, der hat so ein bisschen mehr Ahnung davon als ich, aber er meint ja genau, hat genauso wenig Ahnung wie ich. Ich meine, dass er zumindest schon mal damit gearbeitet hat, sowas in der Art. Ja, ich halt gar nicht. Und deswegen, es ist aber tatsächlich ziemlich gut geworden, würde ich behaupten. Auch die andere Türe, also ich kann mich jetzt nicht beklagen, würde ich sagen. Hier ist halt eine Kante, die ich jetzt nicht getroffen habe, das ist aber nicht schlimm, ehrlich gesagt. Es sind halt so ein, zwei kleine Stellen, die jetzt nicht so ganz perfekt geworden sind, die ich jetzt versuche, klar, natürlich mit dem Lack auszubessern. Da ist ja auch noch Lack drunter, also es ist nicht ganz auf runtergeschliffen. Wir haben gegrundiert, um einen Farbunterschied zu dem Spachtel und zu dem normalen Lack quasi entgegenzuwirken. Deswegen haben wir nur grundiert. Alles andere war eigentlich nicht nötig, weil ist ja Lack drauf. Hätten wir anschleifen können und drüber lackieren können, das wäre unmöglich gewesen, ja, aber dann hätte man sehr wahrscheinlich einen Farbunterschied auch zu den Originaltüren gehabt. Deswegen haben wir das so gemacht. Ihr könnt natürlich eure Tipps und Tricks und Erfahrungen in die Kommentare kundgeben. Denkt ihr, dass das dafür, dass ich keine Ahnung davon habe und es zum allerersten Mal gemacht habe,
schon ganz in Ordnung aussieht. Hier, wie gesagt, ich habe noch nie außer Lackier, noch eine Pistole lackiert. Noch nie. Ich habe es einmal versucht, da kam nur Spucke raus und habe ich es direkt sein gelassen. Dann habe ich Dosen gekauft. Ja, ich werde jetzt, ich schüttel das schon mal, einfach nur damit es schon mal geschüttelt wird. Sagen wir mal so. Am besten stelle ich ihn noch in warmes Wasser. Ja, mache ich auch jetzt. Wenn man das in warmes Wasser stellt, dann werden die, ist es ein bisschen besser. Also hat man mir gesagt, auch Dosen zum Beispiel kann man schön in warmes Wasser einstellen, dass sie ein bisschen wärmer werden. Weil es ist eiskalt, das war hier in der Halle. Ja, ich werde die hintere Türe noch ein bisschen hoch machen, dass ich mehr unten die Kante treffe. Und einmal anschleife, ich nehme so ein Pad hier nur, weil ich traue dem Ganzen nicht. Wenn ich jetzt ein 1000er Schleifpapier nehme, das ist bei mir weg hinterher. Das ist, ich traue dem Ganzen halt nicht, das ist halt das Problem. Und ich gehe jetzt einfach mit dem Pad ein bisschen drüber, dass das alles ein bisschen angeraut ist, dass das ein bisschen besser verbindet. Auch diese Stellen hier, weil ich hoffe, dass ich das hier mitkriege. Es ist nicht so schlimm, wenn das jetzt hier nicht perfekt ist. Ihr seht da, ne, ich müsste das so hochhalten irgendwie. Keine Ahnung, aber das ist auch nicht schlimm, wenn es das nicht ist. Es muss nicht 100% sein. Die Türen hätte ich auch so dran bauen können und zum TÜV fahren können. Alles geschliffen. Man kann es, glaube ich, kaum erkennen. Ja, ich habe auf jeden Fall nochmal drüber geschliffen. Die ganzen Kanten nochmal geschliffen. Boden nass gemacht. Alles sauber gemacht. Ich habe leider keinen Silikonentferner. Das habe ich total vergessen, jetzt noch zu besorgen. Ich habe jetzt mit Bremsenreiniger gemacht. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Auch das, wo wir das Lackiert haben, auch mit Bremsenreiniger gemacht. Also sollte nicht das größte Problem sein, sagen wir mal so. Ja, wollen wir mal testen, ob es funktioniert hat. Beziehungsweise ob es funktioniert. Ich bin so halb guter Dinge. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ich habe es noch nicht gezeigt. Gut, sehr gut. Ja? Wir sind jetzt beim Schweißgerät, ne? Nein. Ja. Dann sagst du nicht Schweißergebnis, Lackierergebnis. Habe ich Schweißergebnis gesagt? Ja, verdammt, mach Scheiße. Dann nochmal neue. Nein, passt schon, das bleibt drin. Okay. Wir sind hier bei Kartech, das ist nicht gestellt hier. Gut, ist nichts gestellt. Also Schweißen war auch gut, aber Lackieren war noch besser. Guck mal. Soll ich mal Licht holen? Okay. Ja, es geht schon so. Ah, guckt sich das an. Guckt euch an. Er fokussiert das heute nicht richtig, aber ist egal. Ah, schön geworden. Es ist echt wirklich schön geworden, Leute. Das sind so ein paar Stellen, natürlich, ne, weil hier nicht ganz staubfrei ist, logischerweise. Aber das ist alles im Klarlack. Das ist also alles machbar, sagt der Jörg. Der ist schuld, wenn es nicht ist. Wisst ihr Bescheid. Ne? Hier auch. Richtig schön. Auch Spiegelung, ne? Alles schön da. Hier haben wir festgestellt, es ist sehr wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Farbe hinterher gelandet. In dem Bereich, aber ich meine, man sieht es jetzt nicht. Sieht man wirklich nur in dem perfekten Blickwinkel. Meine Güte, ich bin auch nicht perfekt. Hier habe ich auch schon lackiert drunter, also quasi hier innen ist auch schon die Farbe gelandet. Vielleicht nicht überall, aber da kommt ja Innenverkleidung drauf, also sollte eigentlich gereicht haben, hoffe ich. Die gelbe Tonne hat jetzt eine. Ja, ein, die ist jetzt eine graue Tonne. Ist jetzt eine graue Tonne geworden, genau. Ja, hier könnte auch mal die Spiegelung. Seht ihr, da ist ein Einschluss, da seht ihr das? Für die Tonne lackieren. Ja. Also, ich sag jetzt mal so, für meine Verhältnisse ist es wirklich mega gut geworden. Oder? Ich finde das gut, ja. Ja? Ja.
Ja, ich würde jetzt sagen, wir werden auf jeden Fall noch schleifen, das Ganze. Ich habe den kompletten Kladder, der dabei war, drauf gemacht. Mengen, also von daher kannst du... 500. Genau, kannst du auf jeden Fall genug runterschmirgeln. Ja. Und das schön glatt machen. Ja. Die Pickles oder Einschlüsse, die drauf sind, rausschleifen. Versuchen wir. Wenn man von hier guckt, sieht man leicht. Und dann hast du die schönen neuen Türen in dem alten Auto und dann kann man überlegen. Man sieht direkt, dass es die neuen Türen sind. Ja, ist so. Ja, es ist halt so. Aber immer noch besser als die kaputten von draußen. Ja. Und schlechter. Und wenn man von hier guckt, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, wir haben 2-3 Dellen vergessen da. Doch, man kann sie erkennen. Mittig auf der Tür hier ungefähr. Dann sieht man das doch, man sieht sie. Ja, das ist richtig schade, aber das haben wir vorher gar nicht gesehen. Also ist wirklich nicht aufgefallen mir vorher. Ne, jetzt vom Lackieren oder beziehungsweise vom Lager, ne? Der hat ja das Ding auch. Ja, der hat sich sehr wahrscheinlich irgendwo gegengeladen. Ja. Oder ich war es sogar. Ja, ich bin jetzt ganz klein sichtbar. Drei Stück. 1, 2, 3 sehe ich hier. Einfach Arschlecken. Ja. Ist doch gut. Ja, man kann auch übertreiben. Die Kante unten, die Rostkante ist voll gut geworden, die vorher übelst komplett verrostet war. Haben wir komplett runter mit dem Nylon-Pad. Das muss ich gucken, ich hab's ja nicht gesehen. Was? Ja, den Rost. Ja, ist ja nicht mehr, siehst du nicht mehr. Ja, aber später im Video kann ich's sehen. Ja, ich weiß nicht, ob es gezeigt hat. Habe ich sogar heute im Video gezeigt, kurz. Oh, nach dem Trocknen jetzt. Wann habe ich lackiert? Montag. Genau. Kannst du dann gucken, ich mach mal hier das Licht rein, ja? Ja, so. Das ist eigentlich ziemlich gut, trotz der Orangenhaut. Also die Orangenhaut ist gar nicht so stark zu sehen, wie man denkt. Ja, da kann ich gut sehen. Also dafür, dass ich das hier gemacht habe, die Tür ist ziemlich gut geworden. Bei der Tür habe ich so 2-3 Stellen, aber die kriege ich vielleicht raus. Und zwar, ich glaube hier, ja, dass man es sehen kann, da, seht ihr das jetzt? Also hier sind 2-3 Stellen, die nicht so prickelnd geworden sind. Und ich glaube, dass die Farbe nicht ganz identisch ist. Hier ist nämlich, man sieht so leichte Farbverläufe, wo nicht genug Farbe oder halt die nicht richtig deckt oder so. Aber wir werden jetzt einmal schleifen mit 2000er und dann werden wir polieren. Und dann sollte das auch vergessen sein. Ergebnis finde ich trotzdem mega. Seht ihr da auch an der Lampe. Das ist zwar Orangenhaut, aber ich hoffe, dass die hinterher wechseln. Wir werden sehen. So, Licht an. Update. Ja, geht auf alle Fälle noch ein bisschen was. Wenn man so ganz genau durch die Kamera guckt, geht auf jeden Fall noch was. Aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, so dass wir es so lassen können. Also ich lasse es so, weil die Orangenhaut auf jeden Fall besser ist. Wir haben das Ganze komplett angeschliffen. Wie man hier sieht. Ja, komplett mit, was haben wir, 2500er, ne? 2000er. Ja, man sieht hier schön die Stellen, die jetzt hier hochkommen, genau die schleifen wir halt runter, dass es relativ glatt wird. Und dann kann man das Ganze polieren. So Leute, Endresultat. Der E36 ist fertig. Ja, man sieht einen leichten Farbunterschied. Ja, die Tür ist nicht perfekt eingestellt. Ja, hier haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Hier das habe ich vergessen hier drunter zu machen, bevor wir die Dichtung reingemacht haben. Aber es sind Kleinigkeiten, alles andere geht. Die Türe schließt auch perfekt, geht auf, geht zu, vorne genauso, ne? Geht auf, geht zu. Alle Spaltmaßen stimmen einigermaßen. Ich habe hier leider nicht drauf geachtet, aber die Türe hat hier eine leichte Ditsche, dass sie quasi ein bisschen reingebogen ist. Deswegen stimmt die Spaltmaße hier zum Beispiel nicht mehr. Ist mir aber leider zu spät aufgefallen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, im ersten Moment sieht man keinen Farbunterschied. Also jeder, der das jetzt weiß, sieht es natürlich. Ich habe hier oben auch leider ein bisschen wenig Farbe. Habe ich am Anfang aber auch schon gesagt. Ne? Aber ich sage euch ganz ehrlich, perfekt. Und das Beste ist, da stand ja bis eben noch auf dem Anhänger. Das Beste ist, wir sind damit gerade zum TÜV gefahren und der Wagen ist einfach so durch den TÜV gekommen. Ich habe von Anfang an gesagt, dieses Auto hat keinerlei Probleme, was den TÜV angeht. Ist technisch in einem einwandfreien Zustand. Nur, was das einzige allein, was halt Fehler war, war halt die Türen. Der Wagen ist in meiner Meinung nach im super Zustand. Auch vorne, ich kann das nicht oft genug sagen. Ich will es euch ja auch nicht verkaufen oder sowas euch, ne? Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem hier so ein bisschen gefallen, wie wir die Türen lackiert haben, angebaut haben.
zumindest gezeigt haben und dann hinterher sogar noch zum TÜV gefahren sind und frischen TÜV für das Auto gekriegt haben. Dann bleibt mir nicht weiter zu sagen als Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn es heißt, keine Ahnung, E36, E39, E39, T3, Subaru, whatever. Wir haben genug zu tun. Also, haut rein, bis zum nächsten Video. Tschüss.